Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und das Video beginnt, wie schon viele andere Videos hier auf dem Kanal begonnen haben, mit dieser Karte. Wir beschränken uns heute allerdings auf den letzten Tag. Heute geht es eher um die Ukraine-Krise in diesem Video. Ich hatte mir nämlich das Ende von Corona anders vorgestellt, muss ich sagen. Und wir sind natürlich auch noch nicht am Ende. Die Inzidenz ist immer noch ungeheuer hoch. Trotzdem wird es wärmer. Der Frühling steht vor der Tür. Ich denke, wir können uns jetzt zumindest mal wieder ein bisschen beruhigen, was Corona angeht, weil die Inzidenz eben auch zurückgeht und Omikron vor allem anscheinend auch nicht mehr so starke Verläufe verursacht wie die Varianten vorher, aber bedeutet natürlich nicht, dass Corona zu Ende ist. Es kann natürlich im Winter wieder eine neue Variante geben, beziehungsweise es ist ja jetzt schon wieder eine neue Variante auf dem Vormarsch. Ich glaube trotzdem, dass wir uns zumindest über den Sommer wieder ein bisschen entspannen können, was Corona angeht. In der Nacht von Mittwoch, dem 23.02.2022, auf Donnerstag, den 24.02.2022, hat Putin seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Eigentlich dauert der Krieg aber schon viel länger. Inzwischen sind es bald 8 Jahre und alles hat mit der Annexion der Krim begonnen. Schon die Ereignisse vor circa 8 Jahren rund um die Insel Krim wurden vom Westen als völkerrechtswidrige Invasion bewertet. Doch man ließ Russland gewähren und hatte teils sogar noch Verständnis für deren strategische Interessen. Damit gibt sich Putin jetzt nicht mehr zufrieden und er verkündet in seiner Kriegserklärung zunächst die Anerkennung der regionalen Separatistengebiete in der Ostukraine, Donetsk und Luhansk als souveräne und unabhängige Staaten. Und diesen satirischen Artikel hier vom Postillion, den kann ich mir an der Stelle nun wirklich nicht verkneifen, aber weiter im Text. Zum Schutze der dortigen russischsprachigen Bevölkerung wolle er Friedenstruppen entsenden und eine Entmilitarisierung sowie eine Entnazifizierung in der Ukraine vorantreiben. Inzwischen wird vermutet, dass der geplante Blitzkrieg sich nicht so entwickelte, wie Putin sich das vorgestellt hatte. Der Plan war wohl, die Ukraine innerhalb weniger Tage zu erobern. Die Ukraine leistet erbitterten Widerstand. Anscheinend wurden die russischen Soldaten auch unter dem falschen Vorwand einer Übung in der Nähe der Ukraine stationiert und sind später zum Einmarsch in die Ukraine gezwungen worden. Das würde zumindest auch die mangelnde Moral der russischen Armee erklären. Inzwischen dauert der Krieg nämlich schon über eine Woche und es sind nach ukrainischen Angaben mehr als 9000 russische Soldaten gestorben. Laut russischen Angaben sind es aber nur knapp 500. Um den Willen der Bevölkerung zu brechen, werden anscheinend jetzt immer mehr zivile Ziele angegriffen, unter anderem sogar Krankenhäuser und Schulen. Putin bedient sich dabei unter anderem an Streumunition und mutmaßlich auch anderen international geächteten Waffen, die gegen das internationale Kriegsrecht verstoßen. Außerdem lässt Putin jetzt augenscheinlich auch Atomkraftwerke bombardieren und hat zudem die Alarmstufe der atomaren Waffen von Russland erhöhen lassen. Mit dem Ergebnis, dass nun immer mehr Staaten, sogar solche, die nicht der NATO angehören, Russland mit Sanktionen belegen. Die westliche Welt steht geschlossen gegen Russland, scheint es, und hat den nahezu totalen wirtschaftlichen Krieg verkündet. Und selbst Putin wird doch irgendwann einsehen müssen, dass er sich komplett verkalkuliert hat. Jedoch gibt es in seiner Welt leider offensichtlich keine Strategie für einen Ausweg aus der Situation. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie es weitergeht. Steht die Welt am Abgrund? Was kommt als nächstes? Und das weiß leider nur Putin. Ich hoffe, dass er noch nicht komplett verrückt geworden ist und irgendwann ein Einsehen hat, oder wenn doch, dass die Russen ihre Probleme vielleicht irgendwie selber lösen können. Im Moment stehen die Zeichen jedenfalls nicht auf Deeskalation. Man weiß leider auch nicht, was man überhaupt noch glauben kann. Und Putin hat bei sich zu Hause das Presserecht verschärft, woraufhin die internationalen Reaktionen waren, dass fast jetzt überhaupt keine internationale Presse mehr aus Russland berichtet. Und Putin wird wohl auf jeden Fall nicht Ruhe geben, bevor er nicht die Ukraine unter seiner Kontrolle hat. Zum Schluss blende ich euch noch eine Grafik ein vom Katapult-Magazin. Sie zeigt Twitter-Medienkanäle aus der ganzen Ukraine, die in den letzten Tagen ein relativ verlässliches Bild aus den jeweiligen Regionen geliefert haben. Allerdings ist diese Grafik auch schon wieder ein paar Wochen alt. So, das war die Zusammenfassung der Kriegsereignisse der letzten Tage.
Vielen Dank für euer Interesse. Hinterlasst mir wie immer gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn ihr es, naja, zumindest interessant fandet. Macht's gut und hoffentlich bis bald.